Ich bin heute das letzte Mal bei der Army. Ich habe heute Bewerbungsgespräch bei dem FIB und wenn man ein Bewerbungsgespräch hat, wird man automatisch beim FIB gekündigt. Bei der Army gekündigt. Kannst du mich bitte abholen vom FIB HQ? Nicht HQ, hier Garage oder vom Krankenhaus 1? Ist das nicht deren HQ? Bei? Nur der Keller vom HQ? Ja, von der Garage einfach. Okay, Ost- oder Westseite? Ostseite. Ostseite, aber muss mir ein bisschen geben, ich muss aus dem Fort raus. Okay. Bis gleich. Ciao. Alter, das neue iFood 9 iX POC. 3% thinner. 3% faster. 30 hours Q. UE. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit den nagelneuen Apps. Das gibt's nur hier. In diesem Laden. Das iFood 9 iX. Wie alt? 26. Das hat extrem lange gedauert. Nee, ja, weil ich gerade noch eine Nachricht bekommen habe auf im Forum. Dann alles Jude von Clara. Dann alles Jude zum 26. und du bist kurz davor alt zu sein. Ich lese mal die Nachricht von Clara vor, okay? Ein paar nette Worte an einen Kameraden. Leider werde ich wieder mal nicht früh genug auf der Insel sein, um mich persönlich bei dir zu verabschieden zu können. Dennoch möchte ich ein paar Worte an dich wenden. Wir haben gemeinsam eine kameradschaftliche, aufgeschlossene und vor allem geile Military Police aufgebaut und einige Sachen gewonnen. Seit Tag 1 warst du stets darum bemüht, dich sowohl um das Team als auch für mich einzusetzen, sei es als Vorgesetzte oder auch privat. Ich möchte mich für 215 Tage MP und Kameradschaft bedanken. Wir alle hatten unsere Höhen und Tiefen. Nichtsdestotrotz warst du immer ein Kamerad, auf den man sich verlassen kann. Auch wenn du manchmal nur lost warst und wie ein Hühnchen im Fort rumgerannt bist, weil du mal wieder nicht mitbekommen hast, was gerade im Funk durchgegeben wurde. Kommst du mit rein, dass ich immer wieder lustig zu sehen war, auch wenn man dich aus deinem Tagträumen gerissen hat. Mit einem ziemlich irritierten Blick und keine Ahnung, was gerade abging, hast du uns immer wieder zum Lachen gebracht. Danke für die Arbeit, die du geleistet hast. Ich wünsche dir viel Glück beim FIB und hoffe, dass du dich auf das Bewerbungsgespräch vorbereitest. Pass auf dich auf und bleib sauber. Miles. Gesendet von meinem G-Phone. Deshalb die hässliche Formatierung. Grüße. Schon ein bisschen traurig, oder? Ich werde Miles vermissen. Irgendwie werde ich Miles vermissen. 215 Tage, Chat. 215 Tage. Mann, das macht mich voll traurig. Da denkt man so an die Zeiten, was ich so für Momente alle mit Clara hatte, ne? Was ich so für Momente, ne? Diese ganzen witzigen Sachen, diese Lost-Sachen, die ich mit ihr hatte. Zum Beispiel, oder wo sie mich angeschrien hat. Alter, rufst du mir eigentlich zu? Schlangst du, weil die wirklich sollte, Alter? Ich sag dir 10-mal, was? Ich sag dir 10-mal, Kaschwanz beschwert sich über die. Das Telefonat, wo sie gestöhnt hat. Wir werden ja Ripken, wir werden sowas von gleich Ripken, bring mal da! Also, alles, also die Höhen und Tiefen, alles, was man hatte, ne? Wirklich. Mann, das macht mich voll traurig, ey. Ach, keine Ahnung, rein verkackt. Lückert, komm her. Alter, ich bin jetzt schon nervös, weil die da hinter mir stehen. Hab ich irgendwas angestellt? Platz ist frei. Ich hab das vergessen. Das sind Tani und Nani. Er steht schon so, weil er so. Er guckt schon so zu mir. Schaut mal. Er steht direkt in meinem Blick so, dass er genau auf mich guckt. Okay, in Zukunft, Herr Wurzel, notieren Sie mal bitte für einen Herrn Lückert. Guck mal, er guckt mich direkt an. Dankeschön. Mon KW. Und zwar wollte ich anmerken, dass der Herr Bachi heute Geburtstag hat und 30 geworden ist. Und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Bachi nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin 26 geworden. Du hast zu mir 29 gesagt. Was? Ich bin 26 geworden. Ja, aber 29. Du hast doch dann gesagt, dass du Stufe 30 erreicht hast. Ja, mein Bein. Ja, aber Sozialstufe 30. Dankeschön.
Danke. Mal Lotto spielen sollen. Ich bin 6, aber egal, ich sag nichts. Ich wollte mich eigentlich verabschieden, aber ich sag nichts. Weil da hinten FIB steht, ich weiß nicht. Ich würde gerne noch was sagen. Herr Bachi. Lieutenant Bachi meldet sich mit einer. Ja. Mit einer Sache. So. Bachi, holen Sie sich. Schießen Sie los. Ja, ich wollte nur mal sagen, für die, die es noch nicht wissen, ich habe heute ein Bewerbungsgespräch beim FIB. Werde dementsprechend dann bei der Army entlassen. Bin jetzt seit 225 Tagen bei der Army, ganz genau. Leider kann die Frau Mais jetzt nicht hier sein, sie hat mir aber schon, ja, eine Nachricht zukommen lassen. Ja, ich wollte mich bei allen verabschieden und ja, es wird jetzt der letzte Dienstantritt sein, wo ich da erstmal dabei bin und ja, da wollte ich mich erstmal bei allen verabschieden und einmal Tschüss sagen. Machi, mach's nicht gut, mach's besser. Und Jacob, mach mir den nicht kaputt. Ja. Wir werden dich vermissen. Kann sich jeder rühren. Danke, Bari. Danke. Bari. Danke, ja, das wäre es dann noch von mir. Alles klar, dann dürfen wir zurücktreten. Lieutenant Bachi tritt zurück wie befohlen, Sir. Ihr seid so die Assis, ne? Helden, sie wissen, warum sie kein Sänger geworden sind. Oh Mann, ich steh noch in Kontakt mit denen wieder. Herr Mustermann. Mach ich, heute ist der Tag. Nee. Ja, nee, wir können es machen. Puh. Oh ja, Barry. Haben sich jetzt überlegt, ja? Ja. Die Entscheidung ist endgültig. Ja, ich muss ja ein Bewerbungsgespräch noch. Und das ist jetzt endgültig, ja. Sagen sie. Ja. Eieieiei. Jetzt kann ich ja schlecht einen Rückzieher machen. Herr Bachi, jetzt endet's hier. Ja, Herr Bachi. Bin ja nicht unvorbereitet, ne? Nochmal ein paar lobende Worte, dadurch, dass der Herr Schindler sowie die Frau Meitz nicht da sind, nehme ich das Ganze einfach mal. Ne? Sie sind jetzt, haben vorhin die Zeit genannt, ich glaube, das war September oder Oktober oder November sogar, wie sie eingestellt worden sind. Ne? Ich bin jetzt schon seit letztem Jahr bei der Army, hab dann so ihren Lauf mitbekommen, nebenbei. Sie haben sich gut gemacht als Soldat, sind relativ schnell aufgestiegen, hatten genauso wie ich Höhen und Tiefen gehabt, mal da den Uprank, mal da wieder den Aufrank, sage ich mal. Aber in der Zeit haben sie sich gut gemacht, sie haben sich verbessert als Soldat, ihre Sachen gemacht. Wie gesagt, Tiefen gab es auch, aber die lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Neu von mir, bis jetzt ist auch garantiert für den Herr Schindler und für die Frau Malz gute Arbeit geleistet. Danken uns dafür auf jeden Fall nochmal. Ne? Und ich wünsche Ihnen natürlich dementsprechend in der nächsten Behörde, das FAB wahrscheinlich, sehr viel Glück. Ne? Machen Sie da weiter, wie Sie hier gemacht haben. Verbessern Sie sich. Ne? Und da wünsche ich mir viel Glück. Ja, da kann man nur an der Stelle anhaken. Ich glaube, nicht nur in der MP haben Sie gute Arbeit gemacht, auch insgesamt bei der Army haben Sie gute Arbeit gemacht. Herr Bachi. Es gab das ein oder andere Problem in der Vergangenheit, das wir auch wir beide zusammen lösen mussten. Ja, kommen Sie auf jeden Fall nicht vom Weg ab. Ja, machen Sie Ihr Ding. Und ich denke, man wird sich wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal sehen. Vergessen Sie uns nicht und an der Stelle auf jeden Fall schon mal Glück auf in der nächsten Behörde oder auf Ihrem weiteren Weg. Vielen Dank. Gut, Herr Bachi, ich werde Ihnen dann digital jetzt die Papiere bzw. Ihre Kündigung fertig machen. Mhm. Also Leute, sagt Ciao zu dem hässlichen Hut, den ich früher gehasst habe und heute mag. Weg ist er. Wenn Sie mal mit auf Coast Guard oder sowas kommen wollen. Und, dann werde ich mich auf jeden Fall melden. Wie schnell wir unterwegs sind mit unserem Booten. Dann melde ich mich auf jeden Fall. Gut, dann einmal hier signieren und dann haben wir es soweit auch. Jo. Alles klar. So, Chat. Ein letztes Mal der Tower.
Jetzt bin ich Muchzi. Ich bin Muchzivilist, ja.